Ja, hallo zusammen, hier ist euer Andi von Anime on Japan. Leider habe ich keine guten Nachrichten, was die NipponCon 2018 betrifft. Wie ich gestern mitbekommen habe, wird dieses Jahr keine NipponCon hier bei uns in Bremen stattfinden, aus Mangel an Verkäufen. Ich werde hier nochmal den ganzen Informationstext von der NipponCon hier einblenden. Natürlich könnt ihr das Ganze auf der NipponCon-Seite nipponcon.de auch nochmal gerne nachlesen. Ja, was soll ich großartig sagen? Also, ich finde es sehr schade. Ich hatte mich sehr gefreut, euch demnächst endlich wieder weiteres Con-Material präsentieren zu können auf meiner Webseite hier, also auf meinem Kanal hier. Ja, leider wird es draus nicht. Ich finde es sehr schade. Tja, dabei hatte ich mich so gefreut, weil da ja schon einige Show-Acts bekannt gemacht wurden, zum Beispiel Dango mit ihrem neuen Stück in Tunort und ja, und hier Sayori hätte einen schönen Auftritt gehabt, die hätte ich euch auch gerne präsentiert und noch einige andere, die noch nicht angekündigt worden sind, leider. Welche Schuhgruppen es noch gegeben hätten dieses Jahr auf der NipponCon, kann ich nicht sagen, weil bis auf die ersten wurde ja leider nichts bekannt gegeben und danach kam ja auch schon die Absage, dass dieses Jahr keine NipponCon stattfindet. Ja. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch wieder mal kein Con-Material präsentieren kann nach dem Desaster von der Nikon letztes Jahr wegen dem Sturm-Desaster. Mir sind dabei sowieso die Hände gebunden. Auf der einen Seite kann ich natürlich die Enttäuschung der Fans verstehen, die sich auch gefreut haben, auf die NipponCon zu kommen. Auf der anderen Seite kann ich auch die Orga verstehen, wenn sie das finanziell nicht hinbekommen und so. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nächstes Jahr eine NipponCon wieder geben wird und dass es nicht letztes Jahr 2017 die allerletzte gewesen sein mag. Sie wollen, wenn ich richtig das mitbekommen habe, die nächsten Tage sich nochmal dazu äußern, wenn etwas ruhiger geworden ist um das Ganze. Und dann wollten sie auch wohl hier nach Problemen suchen, weswegen dieser Rückgang passiert ist und alles Mögliche. Und wollen dann auch von den Besuchern und Fans der NipponCon Vorschläge und so haben, um eben das Ganze nächstes Jahr wieder auf die Beine zu bringen. Also ich hoffe sehr, dass es dazu kommen wird, denn es wäre sehr, sehr schade, wenn hier in Bremen bei uns hier die NipponCon in Zukunft nicht mehr stattfinden wird. Ja, naja, einen Vorschlag hätte ich schon, was an der Verbesserung machen könnte. Zum Beispiel hier diese Verkaufsräume bei uns da, die sind sehr eng gehalten. Da war die in der vorigen Location deutlich angenehmer aufgeteilt, weil sie da draußen in Zelten aufgebaut wurden. Da hätte ich zum Beispiel einen Vorschlag, den werde ich aber auch nochmal der Orga schreiben, sobald es den Post da bei Facebook und Co. geben wird, dass sie zum Beispiel, wenn es machbar ist, dass sie dieses Marktgelände vor dem Bürgerhaus da irgendwie mit mieten könnten, dass sie diesen Platz dann für zum Beispiel die Verkaufsräume, dass der auch wieder die Zelte aufgebaut sind und da mehr Platz sind für die Verkäufe und so, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Weil in den Gebäude, wo das momentan ist es sehr eng und dann bei den ganzen Leuten da drinnen, dann kannst du dich gar nicht in Ruhe umsehen und es ist quasi ein Gedränge. Also, das ist aus meiner Sicht momentan die einzige Verbesserung, die mir jetzt momentan einfallen würde. Ja. Naja, wie gesagt, das ist bis jetzt mein einziger Vorschlag, was man verbessern könnte. Vorausgesetzt ist es machbar, weil ja am Samstag zumindest bei uns dann immer Markttag da ist und dann ist alles voll belegt. Nur sonntags könnte man das Ganze dann machen, weil Sonntag ist kein Markt da bei uns da.
Wie gesagt, das wäre nur der eine Samstag dann, wo der Markt woanders sich hinstellen würde. Das wäre ja auch nicht so das Drama, Drama. Weil wenn hier das Herbstfest ist, ist dieser Platz sowieso belegt und das sogar mehrere Tage. Wo dann der Markt auch woanders ist, dann wäre das am einen Tag mal für die Nipponcon wohl nicht so schwer ins Gewicht zu fallen, wenn das, wie gesagt, machbar ist für die Orga von der Nipponcon. Aber wie gesagt, ich werde diesen Vorschlag mal vorschlagen, wenn es dazu kommt, wenn die hier den Post verfassen, wegen Vorschläge und so. Vielleicht ist es machbar, das wäre natürlich positiv. Ja, sonst habe ich eigentlich momentan noch nichts, was ich jetzt sagen will, was sich jetzt großartig verändert, was mir negativ aufgefallen ist. Ich fand das ja bis jetzt immer sehr unterhaltsam. Man konnte sich sehr gut mit den Leuten unterhalten in den Pausen und so. Weil man ja das gleiche Hobby hat und so, ne? Tja. Und es war sehr, bis jetzt immer sehr angenehm für mich. Also, ich habe mit ganz wenigen Ausnahmen, was Fotografen angeht, die hier in der Halle mal unachtsam gegen die Kamera gedatscht sind und nicht mal es für nötig gehalten haben, sich zu entschuldigen oder so, ne? Obwohl die schon mehrmals gesehen haben, dass da jemand mit einem Stativ steht. Und ich bin schon so weit aus der Mitte rausgegangen, damit ich die Leute nicht beim Durchgehen behindere oder so. Ne? Aber manchmal hat man das Gefühl gehabt, in dem Moment, derjenige würde mit Absicht dagegen laufen, um einen zu stören. Aber wie gesagt, das war das Einzige, was ich zu bemängeln hatte. Und das habe ich auch damals beschrieben und so. Und bis jetzt ist das danach, die zwei Jahre danach, nicht wieder vorgekommen. Naja, das sollte es aber auch erstmal mit dem Infovideo gewesen sein. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es dieses Jahr zu NipponCon keine Videomaterial geben wird. Wie gesagt, mir sind da die Hände gebunden und das ist leider die Entscheidung der Orga gewesen. Bitte schreibt denen keine Hass-Mails oder so, das möchte ich auf gar keinen Fall. Die haben ihre Gründe, wieso, weshalb, warum sie diesen Schritt machen mussten und wie die auch geschrieben haben, fiel es denen überhaupt nicht leicht, das Ganze abzusagen, denn die wissen ganz genau, wie viel Spaß wir mit der NipponCon bis jetzt gehabt haben und auch gehabt hätten dieses Jahr. Ja, ich hoffe auf jeden Fall und ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, dass dieses Jahr im Oktober es zur Nikon klappen wird und dass kein Unwetter und so ein wieder Strich durch die Rechnung machen tut und so. Also wie gesagt, drückt die Daumen, dass es zur Nikon auf jeden Fall Con-Material geben wird. Vielleicht, ich habe eventuell noch ein Aussichten auf einen anderen Con, das ist aber noch nicht 100% in trockenen Tüchern. Da muss ich sehen, eventuell wollte ich dann eine Con besuchen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall auch in Niedersachsen, die dann Ende Juni stattfindet, also am 30. Juni und 1. Juli. Ich glaube Nisha-Con oder so, oder sowas, irgendwas in Niedersachsen auf jeden Fall. Wenn es klappen sollte, werde ich auf jeden Fall das vorher ankündigen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ich muss erstmal gucken, ob ich das hinbekomme mit der Fahrt. Ja, aber wie gesagt, ich werde euch dazu natürlich rechtzeitig informieren. Ja, das soll es aber auch jetzt wirklich gewesen sein mit dem Infovideo. Es geht schon zu lange, so 10 Minuten. Ich wollte das eigentlich so kurz wie möglich halten, aber naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Juni. Und bitte seid nicht traurig, dass es dieses Jahr nichts von der NipponCon geben wird. Es tut mir aber trotzdem wirklich leid von ganzem Herzen. In dem Sinne verabschiede ich mich erstmal, euer Andi von Anime und Japan.